kostbarstes Stück der Zeitschrift Sinn und Form wurde Peter Huchel als Chefredakteur entlassen. Er hatte unter anderem Ernst Fischers Aufsatz Entfremdung, Dekadenz, Realismus, ein Plädoyer für die Klassiker der Moderne, Joyce, Proust, Kafka veröffentlicht. Dezember 1965 dann, da war ich schon Student in Berlin, das spektakuläre 11. Plenum des ZK, dem ein ganzer Kahlschlag, kulturpolitischer Kahlschlag folgte, das Verbot von 12D-Verfilmen, weitere Restriktionen gegen die Künste. 1976, der Hinauswurf von Wolf Biermann, die Protestwelle, das Verlassen vieler Künstler der DDR. Dieser ungebremste Adlerlass nach 1976 war eine Abstimmung mit den Füßen lange vor dem Schicksalssommer 1989. Ich erinnere mich sehr gut an das Requiem vieler Künstler, Autoren, Filmemacher, Freunde, an das immer neue Erschrecken, wer künftig alles uns fehlen wird. Ich breche ab. Der westliche, der oberflächliche Blick übersieht allzu leicht diese lange Abfolge von Hoffnungen und Enttäuschungen. Der Gewinner des Systemwettbewerbs kann rückblickend nicht mehr begreifen, dass auf der Verliererseite ehrenwerte Motive, anständige Verhaltensweisen und bis fast zuletzt noch kleine Hoffnungen existierten. Der ostdeutsche Blick schämt sich dieser Hoffnungen heute vielleicht, ist vom Zweifeln beherrscht, hätte man es nicht besser wissen können, die Hoffnung nicht früher fahren lassen müssen. Aber sie ist ja auch nicht auf einen Schlag verschwunden, sondern allmählich fast unmerklich geringer geworden, bis die Hoffnungslosigkeit im verzweifelten Mut umschlug, 1989 das Ende der DDR. An der friedlichen Revolution von 89 dann beteiligten sich viele der im Lande verbliebenen Autoren, Theaterleute, Künstler. Im September 89 protestierten bekannte Rockmusiker und Liedermacher in einer aufsehenerregenden Resolution gegen die unerträgliche Ignoranz der Partei und Staatsführung. Die große Demonstration und Kundgebung am 4. November 89 in Berlin ist von Künstlern angemeldet und organisiert worden. Auf ihr sprachen Christoph Wolf, Stefan Hein, Heiner Müller, Jan-Josef Liefers und so weiter. Noch einmal waren sie Stellvertreter des Ganzen. Ein letztes Mal. Schon mit dem Aufruf für unser Land vom Ende desselben Monats sprachen sie offensichtlich nicht mehr stellvertretend für eine Mehrheit. Neuntens. Lässt sich eine vergleichbare Konfliktgeschichte für die Künste in der Bundesrepublik Deutschland West beschreiben? Gar auch eine Geschichte enttäuschter Hoffnungen oder Illusionen, etwa wenn ich an 68 und die Folgen denke? Der Anfang war ja noch gemeinsam. Der radikale Versuch eines Neuanfangs nach dem Nazi-Verbrechenssystem und seiner Indienstnahme der Künste und der Vertreibung der Avantgarde und der kritischen Künstler überhaupt. Was aber blieb gemeinsam in den Folgen, im folgenden Auseinanderstrebenden? Was sind parallele Entwicklungen? Wie sehr unterschieden sich die Entwicklungen in den verschiedenen Künsten? Es blieb ja doch weiterhin, lassen wir die Niederungen auf beiden Seiten beiseite, eine gemeinsame deutsche Literatur. Oder waren Grass und Walser nur westdeutsche Autoren? Christoph Wolff und Heiner Müller nur ostdeutsche? Ich glaube nicht. In der avancierten Musik arbeiteten die Komponisten am und im gleichen Material. Die bildende Kunst Ost allerdings entzog sich weitgehend dem Dogmatismus der Abstraktion. Der DEFA-Film muss sich in seinen besseren Produktionen von 1946 an nicht vor dem westdeutschen Film verstecken. Was entspricht im Westen der durchaus ehrenwerten antifaschistischen Selbstindienstnahme der Künste im Osten nach 1945? Ist die Zuwendung zu starken und progressiven deutschen Traditionen, namentlich in der bildenden Kunst, Verteidigung der Figuration gegen die Abstraktion, bloß konservativ, bloß ideologischer Beeinflussung und Bevormundung geschuldet oder nicht eine spezifische Wendung gegen ein Unterlaufen der Doktrin vom sozialistischen Realismus? Blieb die Kunst Ostdeutscher im Gegensatz zur Verwestlichung in der BRD, wie manche behauptet, beschworen haben? Aber was heißt das schon noch?
Günter Gauss, Sie erinnern sich vielleicht an ihn, meinte jedenfalls, die DDR sei deutscher geblieben und ihre Bürger auch. Entspricht einer Politik- und ideologiekritischen Grundgestimmtheit der westdeutschen Kunst und Künstler etwa eine politiknahe, Utopie- und ideologiegetränkte Grundeinstellung ostdeutscher Kunst und Künstler? Aber der geteilte utopische Anspruch, er führte doch gerade zu Politik- und Ideologiekritik, ein Konflikt, der die Künste in der DDR seit den 60er Jahren bestimmte. In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe informativer Monographien vorgelegt worden zur Geschichte der bildenden Kunst in der DDR, des ostdeutschen Theaters, der Musik, der Popkultur, zur Geschichte des DEFA-Films und zur Babelsberger Filmästhetik, zu in der DDR entstandener Literatur. Man könnte fast behaupten, die ostdeutsche, keineswegs homogene Kulturlandschaft zwischen 1949 und 1989 sei besser, weil systematischer aufgearbeitet als die westdeutsche. Aber das sollen andere beurteilen. Im Übrigen liegen auch zahlreiche autobiografische Texte von Autoren, von Akteuren vor, die insgesamt ein facetten- und konfliktreiches Bild der ostdeutschen Kultur im geteilten Deutschland ergeben. Was dagegen tatsächlich leichter zu fordern, als offensichtlich zu leisten ist, das wäre ein Perspektivenwechsel. Nämlich den Blick zu richten auf die Parallele, die gemeinsame und gegensätzliche Kulturgeschichte Ost-West. Deshalb vermute ich, der hier in Leipzig angestrebte wechselseitige Erzählversuch könnte spannend und erhellend sein. Zehntens und letztens. Die deutsche Vereinigung erfolgte politisch, rechtlich, wirtschaftlich, sozial nach einem durchaus einfachen Muster. Was im Westen Deutschlands galt, wurde auf den Osten Deutschlands übertragen. Ich sage das nicht mit dem billigen Unterton des Vorwurfs, denn die Fakten waren ziemlich eindeutig. Wenn ein politisch wie wirtschaftlich ziemlich erfolgreiches System und ein politisch wie wirtschaftlich gescheitertes System zusammenkommen, sind die Gewichte klar verteilt. Die einen werden die Lehrmeister, die anderen die Lehrlinge, die einen liefern die Norm, die anderen haben sich danach zu richten. Bei dem einen hat sich nichts zu ändern, bei den anderen so ziemlich alles. Nochmals, ich sage das nicht im Ton des Vorwurfs. Es war ja zu begreifen, selbst für einen Ossi wie mich, dass niemand in Freiburg im Breisgau so leicht das Gefühl entwickeln konnte, es müsse sich bei ihm etwas ändern, nur weil in Leipzig ein System gestürzt bzw. zusammengebrochen war. Inzwischen aber haben selbst die im fernen Südwesten begriffen, dass die unerhörte Begebenheit von 89 Folgen für sie hatte. Ich erinnere daran, weil ich mich in den vergangenen 20 Jahren immer wieder gefragt habe, warum eigentlich das, was politisch, wirtschaftlich, rechtlich, sozial mit einer gewissen Unausweichlichkeit gegolten hat, übrigens nicht ohne, wenn auch gelegentlich schmerzlichen Erfolg, warum dies auch für den Bereich der Kultur, für die Künste unbedingt gelten musste. War auch in den Künsten eine nachholende Modernisierung im Terminus von Habermas aufzunehmen notwendig? Und wenn ja, in welchem Umfang und bezogen auf welche Strukturen, Prozesse, Aktivitäten, die wir unter dem Kunstbegriff zusammenfassen? War die leidende Widerborstigkeit mancher Künstler, zum Beispiel ihre jammernde Abwehrhaltung gegenüber den brutalen Marktmechanismen, nur ein lächerliches, retardierendes Moment, eine Don Quixoterie? Oder gab es nicht doch wenigstens in den Künsten eine eigenständige, eigentümliche DDR-Moderne? Einerseits und andererseits eine irgendwie konservierte, reiche Kulturlandschaft. Um letztere übrigens hat sich Bundeskulturpolitik durchaus rührend und verdienstvoll zu kümmern versucht. Blaue Liste und so weiter. Wenigstens hier in der Kultur hätten doch andere Maßstäbe der Bewertung, der Abwicklung oder Nichtabwicklung gelten können, ja müssen. Denn ich sage es trotzig auch noch nach 20 Jahren, die Kultur, also die Künste und die Künstler waren nicht in der gleichen Weise abgewirtschaftet, wie das für Politik, Recht, Medien, Moral und eben die Wirtschaft in der DDR gegolten hat. Aber ich weiß ja auch, die Debatte genau darüber war gewissermaßen ein grummelnder Unterton der vergangenen beiden Jahrzehnte.
Wir sollten sie jetzt auch vernehmbarer und ausdrücklicher führen. Ich verstehe diese Leipziger Konferenz als einen Versuch genau in diese Richtung. Es ist, meine ich, und unterstütze deshalb das Anliegen der Konferenz sehr an der Zeit, es ist an der Zeit, ich sage es nochmals, die Kulturgeschichte der DDR als Teil der gemeinsamen deutschen Kulturgeschichte seit 1945 zu begreifen und zu untersuchen. Eine gerechte, also faire und differenzierte Bewertung dessen, was die Künste in der DDR waren und die Künstler da leisteten, sie ist wohl nicht möglich, ohne zugleich den kritischen Blick auf die Künste in der Bundesrepublik zu richten. Also ohne kritische Reflexion allzu selbstverständlich gewordener Maßstäbe. Deshalb will ich noch einmal sagen, wie sehr ich angetan und dankbar bin für die Weimarer Ausstellung Abschied von Icarus. Und vielleicht gelingt es sogar, manche festgefahrenen Fronten aufzulockern. Zwischen Ostdeutschen, zwischen Weggegangenen und Dagebliebenen, zwischen sogenannten Staatskünstlern und Nonkonformen, zwischen offizieller Kunst und Gegenkultur, zwischen dem moralischen und dem ästhetischen Urteil, ohne die tatsächlichen, gelegentlich bitteren Widersprüche zu verkleistern. Ich bin neugierig auf die Ergebnisse der Tagung und wünsche alles Gute und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.